Hallöchen und wow, ist es kalt draußen? Liegt in ganz Deutschland Schnee? Okay, das weiß ich nicht, aber ist es kalt draußen? Ich möchte nur anmerken, ich sitze hier im Bettdecke und die Heizung ist trotzdem auf 4,5. Aber mir ist kalt. Schweinekalt. Aber zurück zum Spiel. Wir sind hier mit Edna und Harvey und mir ist aufgefallen, dass ich den Namen irgendwie jedes Mal komisch ausspreche. Aber wir haben unseren Generalschlüssel und zwar aus echtem Gold. Und damit werden wir jetzt erstmal Gott und die Welt und vor allem die Insassen befreien. Und auch uns selbst. Weil hier haben wir ganz toll sichtbar eine verschlossene Tür, die bestimmt nicht nach außen führt, aber da ist eine Welcome-Matte. Yay, geil. Oh, es geht auch nach draußen. Und Freiheit. Ich bin endlich frei. Yippie, dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Ja. Gleichzeitig. Cooles Wendemanöver. Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Edna ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Okay, sie durchsuchen die Stockwerke und wir brauchen ein Gefährt. Oh, da haben wir... Wie nennen sich diese Teile? Ja, zum Batterie, Autobatterie aufladen. Okay, können wir da sonst noch irgendwas mitnehmen? Schau sie dir das mal an. Eingetrocknet und alt. Wie ja, Dr. Marcel. Eingetrocknet und alt. Wie Dr. Marcel. Okay. Die Autotür. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Kann man das nicht aufknacken? Ja gut, das schauen wir uns später nochmal an. Hier wäre ein Wagen, aber da fehlt ein Rad. Da ist noch ein Wagen, aber ich glaube, das ist sehr auffällig, wenn ich den nehmen würde. Ein Ersatzreifen. Ja, den braucht man dann sowieso später, aber da warte ich auch noch ein bisschen. Netter Schlitten. Kannst du da was draufkritzeln? Eigentlich? So, der Name so? So ein bisschen so? Gehst du gut? Gehst du von alleine wieder zurück? Ah, oh, das ist Schleichwerbung. Habt ihr gesehen? Die sind auch etwas hervorgehoben. Ja, benutz mal den Deckel. Nein, wirklich? Das ist irgendwie ernüchternd. Ja. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Ja. Also, toll. Kommen wir also so nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal den Schlüsselmeister. Guten Tag sagen. Guten Tag. Oh, Herr Mantel ist immer noch dran. So lang wäscht doch keine Waschmaschine.
Wahrscheinlich ist es ein... Der Wäschelift hat rund um die Uhr geöffnet. Was? Ach so. Oh, Entschuldigung. Machen wir es eben so. Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Mist. Ficken aber auch. Verzeihung. Das habe ich gerade nicht gesagt. Das war jemand anderes. Ich war es nicht. Da komme ich ja noch nicht weiter. Da haben wir ja schon auf. Wenn wir da nach vorne gehen, dann ist doch da jemand. Oder auch nicht. So, wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? Keine Ahnung. Mein Wecker ist umgefallen. Oh, können wir hier den auch benutzen? Kommen wir da so rein? Ja. Ja? Ah, okay. Aber da wollen wir ja gar nicht hin. Ich liebe diese Musik. Wir wollen ja zum Schlüsselmeister. Ich würde gerne wissen, wie der wirklich heißt. Wir werden es nie erfahren. Ich zumindest nicht. Wobei, mir wurde ja immer schon gespoilert, dass er... Bin ich jetzt bescheuert? Ich wollte dir gerade sagen, dass er im zweiten Teil auch drankommt, aber das glaube ich nicht. Hallo? Sag mir was. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Es sieht komisch aus ohne Nase. Was nächstes? Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Worauf okay. Wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ja, ich hab doch eins. Warte hier, bis du eins aufgetan hast. Mensch! Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, ach so. Genau. Wählst die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Richtig. Schlag euch weiter, Wurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Ja. Nicht. Okay, wir brauchen... Wie heißt das nochmal? Mich ist bescheuert? Autoschlüssel! Gottes Willen! Generalschlüssel? Nein. Generalschlüssel? Nein. Mein Kopf ist manchmal wirklich komisch. Aber hier ist keiner mehr, ne? Hier müsste noch der Alumann sein, tatsächlich. Okay. Wieso isst du nicht? Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Ja. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Alles klar. Ja, das würde mich noch interessieren. Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Okay. Ich komme dann später wieder. Also gut, wir brauchen diesen Schlüssel. Wo zum Teufel ist dieser Schlüssel? I have no idea! Oh Gott, wie war das? Da war nicht hier irgendwo. War er? Hier liegt doch nirgendwo ein Schlüssel rum. Mussten wir den nicht einfach nur kurz schließen? Ich meine, wir mussten den einfach nur kurz schließen.
Ich inspiziere das jetzt noch mal ein bisschen, dass sie wissen, hey, ich habe da wirklich ein Auto gesehen. Ich kann dir wirklich erklären... Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist er der? Ich suche lieber einen anderen Weg. Einen anderen Weg. Einen anderen Weg! Ah, Kindchen. Ich wüsste einen anderen Weg, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das dann so lang draußen ist. Und überhaupt, denn wenn ihr euch erinnern könnt, war da etwas, was mit draußen zu tun hatte, bevor wir diese ganze Schoße gemacht haben. Und zwar in diesem Raum. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah, alt und ungenießbar. Was ist das? Eine Alarmsirene? Und ich hoffe, dass er jetzt weg ist. Zumindest für eine gewisse Zeit. So, dass ich da schnell... rum. Nicht nach oben! Oh. Kind. Bisschen mitdenken bei der Arbeit. Oh nein, hoffentlich ist er jetzt immer noch weg. Bitte, 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 ja. So, schauen wir uns das Vehikel noch einmal besser an. Mehr an. Ja, gut. Geh zur Garage. Ansehen. Auto? Es ist einen Spalt weit offen. Heißt es, ich komme da zum Beispiel mit dem Messer rein? Damit könnte man nicht einmal Gummibären den Kopf abschneiden. Das vielleicht nicht, aber vielleicht kommt man damit in ein Auto rein. Es tut nur so, als wäre es härter als die Tür. Armes Schlitzschlatz. Mann, jetzt haben wir auch noch hier so einen Pretender-Schlitzschlatz. Ugh, Stuhlbeinens könne kaputt gehen. Autotürens könne kaputt gehen. Ugh, ugh, dann könne kaputte Autotür sage heile Stuhlbeinen. Aufgehen, mach aufgehen. Ja. Ja, die Idee ist primitiv, aber sie könnte funktionieren. Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Du hast recht. I have no idea. Mensch, probier doch mal das. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Aber? Nein. Really? Ich komme nicht mit der Hand durch den Spalt. Ach. Ich habe mal einen Iren gesehen, der ein Auto gegessen hat. Sehe ich aus wie ein Ire? Nein. Und noch viel wichtiger ist die Frage, gibt es auch nicht irische Iren? Das ist kein Autoschlüssel. Ja, aber der passt doch überall, dachte ich zumindest. Mal. Langer Zeit. Ich weiß es nicht. Scheiße. Oh Gott. Wie war das? Lass mich... Geht's da nicht rum? Ich dachte, da ging's rum. Doch, ums Haus. Lüg mich nicht an. Die Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Zen-Garten. Okay. Keine Ahnung.
Wir brauchen immer noch die Generalschlüssel. Verdammte Scheiße nochmal. Oh, ein Rechen. Das hilft uns nicht weiter. Oh Mann. Wenn ich jetzt darum gehe, komme ich da irgendwie weit? Nee, ne? Nicht wirklich. Was gibt denn da? Kaugummi? Kann man das nehmen? Oh, guck mal, das... Oh nein! Da ist ein wässriger Film auf dem Kaugummi. Entweder das hatte schon mal jemand im Mund, oder es gibt hier Nacktschnecken. Njam. Oder beides. Aber das ist voll das Männchen. Das tut mir voll leid so. So, aber das ist ein schmaler Spalt und da kommt sie nicht rein. Wir kommen nicht mit dem Messer rein, mit dem Ding nicht. Weiß Harvey was? Den frage ich jetzt. Keine Lust mehr. Ich hab keine Ahnung, wieso. Oder halt, wie es war. Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn, Edric? Es ist zu. Ja. Aber das ist doch offen. Können wir nicht einfach nur benutzen? Und nun? Nein! Ich brauche gleich Hilfe. Oh Mann. Nur weil ich diesen Böbbel, wie nennt man das? Keine Ahnung, nicht gesehen habe. Boah, Dreckskarre, Elende. Ich will die jetzt schon gar nicht mehr fahren. Ich will eine neue haben, wo es nicht so doof ist. So, Moment. Bevor wir reingehen, müssen wir den Ollen da wieder weg haben. Und jetzt nehmen wir mal... Hallo, Inventar? Gabel. Oh oh. Also das Geräusch haben sie ja super gemacht. Das tut ja richtig in den Ohren weh. Wer war das? Na! So, jetzt gehen wir schon wieder nach oben. Schnell. Und zwar einmal zum Alumann und sagen Bescheid. Wir haben ein Vehikel. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt dich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Okay. Ich komme dann später wieder. Hat's wohl nicht gereicht, dass wir in das Auto reinkommen. Ich werde jetzt mal den Schlüsselmeister fragen, was der davon hält. Wahrscheinlich auch nicht viel mehr als der Alumann. Makiken, wa? Das Einzige, was ich kann, ist Berlinerisch. Das Einzige, was ich auch Berlinerisch kann. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Okay. Wie auch immer die das immer machen mit dem Geh schon mal vor und ich bin dann schon dort. Verzerrung der Matrix? Oh, jetzt komme ich nicht mal runter, richtig? Oh, doch. Komisch. Nun gut. Reden wir nicht weiter darüber.
Gehen wir zum Schlüsselmeister. Wieso muss ich eigentlich den Generalschlüssel machen, wenn er der Schlüsselmeister heißt? Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass da kein Schlüssel ist. Hey, ich bin mir zu fein, um mal ein bisschen nachzudenken. Wir haben das Ding mit einem Bügel aufgemacht und nicht mit dem Schlüssel. Okay, wir brauchen einen Ersatzreifen. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Aber? Oh, cool. Ja, hallo. Hallo? Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Nein, einen Wagenheber. Das weiß ich noch, wie das war. Hoffe ich. Also ich weiß zumindest grob, wie es war. Ich weiß nicht, wie es wirklich war. Und zwar... Red mal mit dem. Oh, nicht anziehen, reden. Er sieht beschäftigt aus. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ich frag mal. Bist du beschäftigt, Koch? Nee. Siehst du? Sicher ist sicher. Aber er kann reden, ohne seinen Mund zu bewegen. Das könnte klappen. Ja. Der Koch guckt gerade nicht. Das sieht man ja auch in jedem guten Film. Hey! Psst! Achso. Ja, hier. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter zwei Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Okay. Wachen ablenken, habe ich jetzt schon eine Idee? Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Alles klar. Ich verkriech mich dann mal wieder. Ja, ich verkriech mich dann mal wieder, aber wie? Ach, hier. So. Der Essensplan. Brei, Hähnchen, Kartoffeln, Getreideklöße, Mokka-Pudding. Du kriegst jetzt mal Kartoffeln? Hallo. Getreideklöße kriegst jetzt mal du. Und Hähnchen bleibt so. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich werde es wahrscheinlich den ganzen Tag noch rumprobieren. Ach man, ja. Das könnte klappen. Das hat schon mal geklappt. Gerade nicht. Ab dafür. Ach, ich weiß es auch wieder. Okay. Und zwar muss ich ihm hier... Das hat nicht wirklich viel gebracht, oder? Okay, er braucht was anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ihm gegeben habe. Er braucht keine Getreideschrotklöße. Ich mach bei dir jetzt mal den Mokka-Pudding. Nee, Peter, Bienenmann kommt jetzt den Mokka-Pudding. Adrian lass ich ihn mit dem Brei. Und
Professor Nock und ja gut. Ihr müsst immer auf Peter achten. Ich find's super, wie Petra sich einen dran geklammert hat. Der Koch guckt gerade nicht. Der Koch guckt nie. Der Koch guckt nie. Okay, das funktioniert immer gar nicht, ne? Okay, er bekommt keinen Mokka-Pudding. Oh Mann, ist das ganz voll schwer. du bekommst... Nein. Bienemann bekommt... Das. So. Oder hat es an sich geklappt? Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach, du sollst es doch hier benutzen. Benutze es doch mal! Ach so. Ich klicke ja irgendwie immer ins Leere. Mit? Mit? Bienenmann? Kommst du da nicht weiter? Wieso kommst du da nicht weiter? Das ist ja krass. Okay, wir haben dem ja erstmal, ich meine, Getreideschrotgrüße gegeben und dann hat er noch Mokka-Pudding bekommen. Lass mal's mal so. Du sollst es benutzen. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade nicht. Ich weiß nicht, warum ich weiß nicht weiterkomme. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall König Adrian was anderes geben. Dann kriegt König Adrian jetzt eben 3. Ach Gott, Kindchen. Jedes Mal. Es könnte klappen. Es klappt auch. Auch guckt gerade nicht. Er guckt nie. Mich jetzt? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. So komme ich da jetzt nicht mehr weiter. Warum ist das so? Der Koch guckt gerade nicht. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade so ist. Ich mache hier Schluss. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder, in der Hoffnung, dass ich es dann endlich geschafft habe, das rauszufinden. Warum ich hier nicht mehr weiterkomme und ja, wie sehen wir uns denn?